Moin, Sebastian hier. Morgen beginnt ein neuer Fundi und mit diesem Video möchte ich dich mit in den Kurs nehmen und dir die Möglichkeit geben, diese 4 Tage durch die Augen des Instructors zu sehen. Natürlich beginnt die Vorbereitung auf so einen Kurs nicht erst einen Tag vorher, aber heute ist mit Abstand am meisten vorzubereiten. Die Theorie machen wir bei mir zu Hause, dazu muss erstmal das Klassenzimmer hergerichtet werden. Dort auf dem Fernseher können wir die Präsentation durchsprechen. Das Whiteboard hier ist zum Zeichnen und Rechnen da. Und hier haben 3 Schüler gemütlich Platz. Einen ganz wichtigen Teil der Vorbereitung habe ich aber gestern schon erledigt. Denn eine Sache darf uns im Kurs auf gar keinen Fall passieren, nämlich dass wir ohne Gas dastehen. Deswegen habe ich alle Flaschen in unserem Besitz gestern noch auf 220 Bar gefüllt. Zwar haben alle Schüler 2 Doppelgeräte dabei und wir können ab dem 2. Tag auch am See füllen. Aber mir ist auch schon passiert, dass ein Doppelgerät der Schüler dann plötzlich doch nicht voll war oder der Kompressor am See den Dienst quittiert hat, und auf solche Fälle möchte ich einfach vorbereitet sein. Zum einen durch zusätzliche Doppelgeräte und zum anderen durch Überströmmöglichkeiten. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Theorietests für die Schüler. Die könnte ich zwar auch morgen Abend noch ausdrucken, aber erfahrungsgemäß bin ich froh über alles, was schon erledigt ist, wenn der Kurs erstmal angefangen hat. Das liegt daran, dass der Kurs für Schüler und Instructor gleichermaßen anstrengend ist. Für mich bedeutet das leider, dass ich in den nächsten 4 Tagen auf mein Fitnessstudio verzichten muss, also lasse ich mir heute mein letztes Training für diese Woche nicht entgehen. Guten Morgen! Der erste Tag steht auf dem Programm und ich habe mich aus logistischen Gründen entschieden, dass wir uns heute voll auf die Theorie konzentrieren. Am ersten Tag bei der Theorie Gas zu geben, hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass es relativ viel Stoff auf einmal ist. Aber erstens wird das Ganze auf eine einfache Art und sehr praxisnah präsentiert, das erleichtert die Aufnahme, und zweitens wechsle ich theoretische und praktische Inhalte so ab, dass niemand einschläft. Wir machen Trockenübungen zu den einzelnen Flossenschlägen. Hier hinten auf dem Balkon optimieren wir in der Mittagssonne das Equipment, wir stellen die Backplates passend ein und wir sprechen über die Gasanalyse. So kann man nach jedem größeren Theoriemodul einen praktischen Einschub einbauen und alle wieder wach bekommen. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut und das Tolle ist, dass nach so viel Theorie am Abend alle Lust auf den Schwimmtest haben, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Der eigentliche Vorteil ist aber, dass wir uns an den Folgetagen ganz aufs Tauchen konzentrieren können. Wir sind von morgens bis abends am See, das ist aus logistischen Gründen sehr effizient und ermöglicht lange Wasserzeiten. Es ist jetzt 7.30 Uhr, in einer Stunde kommen die Schüler und sie haben mir gegenüber einen großen Vorteil. Sie können was essen, während ich am Erzählen bin. Ich muss mir im Rekordtempo in den Pausen den ein oder anderen Snack reinziehen. Umso wichtiger ist eine solide Grundlage, also wird jetzt erstmal ausgiebig gefrühstückt. Das Schlimmste, was vor dem Kurs passieren kann, ist übrigens, dass der erste Schüler eine halbe Stunde vor der geplanten Zeit auf der Matte steht und ich noch in Unterhose dabei bin, den Laptop am Fernseher anzuschließen. Das ist genau das Stichwort. In einer halben Stunde geht's los. Tagsüber bleibt die Kamera natürlich aus. Das heißt, wir sprechen uns heute Abend wieder. Es ist jetzt 18.30 Uhr und wir haben die gesamte Theorie relativ problemlos durchbekommen. Ich glaube, die 3 hatten auch heute schon eine ganze Menge Spaß, und weil das Equipment der meisten Schüler bereits wirklich gut konfiguriert war, ging auch dieser Teil relativ zügig. Die Equipment-Konfiguration ist am ersten Tag die große Variable. In einigen Fällen ist das Thema in 30 Minuten erledigt, in anderen Fällen dauert das Ganze 2 Stunden. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Schwimmbad und schließen den Tag mit dem Schwimmtest ab. Das Bad ist nur 5 Minuten von mir entfernt und danach können garantiert alle gut schlafen, ohne dass ihnen Minimum Gas und Minimum Deko durch den Kopf gehen. Auch die Hürde Schwimmtest ist erfolgreich genommen. 275 Meter Schwimmen in 14 Minuten und 15 Meter Streckentauchen ist, glaube ich, ungefähr das Niveau des Freischwimmers, den man in der 4. Klasse macht. Ich hatte bis jetzt noch keinen Schüler, der damit Probleme hat. Wenn du dir unsicher bist, probier es vor dem Kurs einfach mal aus. Wir treffen uns morgen um 9 Uhr am Goldberger See. Die Sachen sind schon gepackt, aber trotzdem muss ich noch einige Dinge vorbereiten. Zum einen müssen unbedingt noch Laptop und GoPro in meinen Rucksack. Schließlich möchte ich den Schülern in den Pausen ein paar Videos von ihren Skills zeigen.
Außerdem hat Joana natürlich Anspruch auf ein ordentliches Wohnzimmer, wenn ich schon 4 Tage keine Zeit für sie habe. Das heißt, ich muss jetzt aufräumen und melde mich morgen früh vom See wieder bei dir. Moin, es ist 8.15 Uhr. Obwohl wir uns erst um 9 Uhr treffen, bin ich bereits am Goldberger See. Ich versuche immer 20 bis 30 Minuten vor der geplanten Zeit da zu sein, damit ich mit allem fertig bin, bevor die Schüler ankommen. Wenn jemand Fragen hat oder Hilfe braucht, möchte ich einfach nicht mehr mit meinem eigenen Kram beschäftigt sein. Außerdem gelingt es mir so häufig, uns für den Kurs die besten Parkplätze zu sichern. Hier können wir alle nebeneinander parken, was zwischen den Tauchgängen sehr praktisch ist. Heute bin ich sogar schon 45 Minuten vor dem geplanten Treffpunkt hier, damit ich noch Zeit habe, dich kurz übers Gelände zu führen. Fangen wir direkt hier mit den Parkplätzen an. Hier steht einer von insgesamt 3 Rödeltischen. Der ist groß genug für 2 Equipments. Die meisten Schüler haben eine Rentnerleiter dabei, sodass wir den Tisch nicht unbedingt brauchen. Und falls der Platz doch mal knapp wird, habe ich immer meinen Rentnertisch dabei. Damit ist gleichzeitig sichergestellt, dass wir bei den Dryruns alle zusammenstehen können. Ungefähr 100 Meter weiter hat Alfred seine Räumlichkeiten. Hier kann man am Wochenende seine Flaschen füllen lassen, es gibt Toiletten und man kann drinnen oder draußen sitzen, um zum Beispiel den Theorietest zu besprechen. Wenn man Glück hat, gibt es sogar richtig leckere Bratwürste zu sehr fairen Preisen. Stichwort Würste, heute ist Freitag, das heißt Alfred ist nicht da, aber kein Grund zur Sorge, mit diesem Dixie-Klo sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet. Kommen wir zum Wichtigsten, nämlich zum Tauchplatz. Hier geht's ganz bequem per Treppe ins Wasser und wir haben im Umkreis von 20 Metern alles, was wir für den Kurs brauchen. Dort vorne gibt's in 5 Metern Tiefe eine Plattform und nur ein paar Flossenschläge weiter in diese Richtung reicht auf 7 Metern ein Ast bis fast an die Wasseroberfläche. Der ist super, um die Schüler nach 2 bis 3 Tauchgängen langsam von der Plattform zu entwöhnen. Und noch ein kleines Stück weiter hängt in ca. 9 Metern Tiefe eine kleine Plastiktonne, die wunderbar als Referenz zum Beispiel zum Boje setzt und damit als Ausgangspunkt für Freiwasseraufstiege geeignet ist. Besser kann man es unter Wasser wirklich kaum haben. Außerdem ist die Sicht das ganze Jahr über relativ gut. Inzwischen ist es 8.30 Uhr. Ich baue jetzt mal mein Equipment zusammen, damit ich in jedem Fall fertig bin, wenn der erste Schüler ankommt. Ein kleiner Hinweis noch, weil ich gerne mit offenen Karten spiele. Das hier ist kein echter Fundi. In einem echten Fundi bin ich abends froh, wenn ich ins Bett komme und hätte einfach nicht mehr die Energie, vor und nach dem Unterricht noch die Kamera auszupacken. Aber der Zweck dieses Videos ist es, dir zu zeigen, wie so ein Kurs für den Instructor abläuft. Weil ich während des Unterrichts sowieso nicht filmen würde, geht das genauso gut, wenn ich das Ganze realistisch nachstelle. Meine 3 fiktiven Schüler repräsentieren einen Querschnitt dessen, was mir in meinen bisherigen knapp 20 Fundis begegnet ist. Falls du also glaubst, dich wiederzuerkennen, muss ich dich leider enttäuschen. Es ist 17:30 und die ersten beiden Tauchgänge sind geschafft. Wir haben uns heute sehr auf die Themen Flossenschläge und Trimutarierung konzentriert und im zweiten Tauchgang auch schon die erste kleine Übung eingeführt. Dabei hat sich vor allem Paul am Anfang noch relativ schwer mit der Tarierung getan. Das ist aber schon unter Wasser deutlich besser geworden. Paul ist vor dem Kurs erst 2-mal mit Doppelgerät und Trocki getaucht und dafür klappt das inzwischen schon wirklich gut. Lukas liegt super stabil im Wasser, hat aber 2 Probleme. Zum einen schaut er nicht nach vorne, sondern schräg nach unten und positioniert sich dadurch zum anderen immer leicht oberhalb der Gruppe. Das ist für ihn super, für die beiden anderen aber unangenehm. Annika liegt ebenfalls ziemlich stabil im Wasser. Sie war bei der Übung aber deutlich zu schnell, wodurch sich bei ihr immer wieder kleine Fehler eingeschlichen haben. Außerdem bringt sie dadurch Unruhe ins gesamte Team. Und ein bisschen weniger Tempo würde auch ihren Backkick effizienter machen. Die 3 sitzen jetzt gerade 150 Meter weiter in die Richtung und schreiben zusammen ihren Theorietest. Ich lasse den Test gerne im Team lösen. Sich bei Verständnisfragen die ganzen Dinge gegenseitig zu erklären, hilft enorm dabei, das Wissen zu festigen. Natürlich besprechen wir den Test anschließend auch noch alle zusammen. Die Schüler haben ihren Kram schon ins Auto gepackt und sind jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde beschäftigt. Das gibt mir die Gelegenheit, ebenfalls zusammenzupacken. Was wir eben auch noch gemacht haben, ist der Dry Run für den S-Trail, also unsere Trockenübung für die Garspende. Das sollen wir morgen früh im Wasser machen und häufig tun sich die Schüler anfangs relativ schwer damit, sich die richtige Sequenz zu merken. Was meiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert, ist die Trockenübung abends zu machen und am nächsten Morgen nochmal kurz zu wiederholen. Dann kann sich das ganze Thema über Nacht ein klein wenig setzen. Wenn man so wie wir in diesem Kurs die beiden ersten Tauchgänge am gleichen Tag macht, funktioniert das vom Timing her wunderbar.
muss mir jetzt noch die Videos vom zweiten Tauchgang ansehen und mir überlegen, was ich den Schülern morgen früh im Hinblick auf den dritten Tauchgang dazu sage. Geschafft. Diese Videos dienen übrigens nur dem Unterricht im Kurs. Ich darf sie weder selbst behalten, noch darf ich sie an die Schüler herausgeben. Du musst also keine Angst haben, dass irgendwelche Aufnahmen von dir über welchen Umweg auch immer in der Hand anderer oder im Internet landen. Ich gehe jetzt mal rüber und schaue, wie weit die drei sind. Geschafft. Der Theorietest ist besprochen und das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert. Bis auf zwei Fragen hatten sie alles richtig beantwortet und auch das waren nur kleine Missverständnisse in der Aufgabenstellung. Ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass jemand wirklich Probleme mit dem Theorietest hatte. Also keine Angst davor. Inzwischen ist es 7:15, der Tag war lang, aber sehr produktiv und ich freue mich jetzt erstmal aufs Abendessen. Joanna meinte gerade, dass es eine selbstgemachte Proteinpizza und einen großen griechischen Salat gibt. Seit meinem Tag 2 in Griechenland kann ich davon gar nicht genug bekommen. Ich bin gut wieder zu Hause angekommen und der Tag neigt sich dem Ende. Für morgen muss ich nur noch zwei Dinge erledigen. Zum einen muss ich mir den Proviant für den Tag vorbereiten. Außerdem müssen die Akkus der GoPro wieder geladen werden, denn auch morgen ist die Kamera selbstverständlich mit im Wasser. Ich sage jetzt gute Nacht und wir sehen uns morgen früh am See. Guten Morgen, der dritte Tag steht an und damit geht der Kurs in seine zweite Hälfte. Heute stehen die Tauchgänge 3 und 4 auf dem Programm. Das sind die Tauchgänge, nach denen man meist schon eine relativ gute Vorstellung darüber hat, auf welche Zertifizierung es bei den einzelnen Schülern hinausläuft. Der Grund dafür ist, dass mit dem Valve-Drill, der Gasspende und Aufstiegen mit Gasspende drei der anspruchsvollsten Übungen eingeführt werden. Vielleicht fragst du dich, warum ausgerechnet die anspruchsvollsten Übungen nicht erst am letzten Tag eingeführt werden, schließlich hätte man dann noch einen weiteren Tag Training hinter sich. Und die Frage ist berechtigt. Natürlich würden sich die Schüler am vierten Tag vermutlich ein klein wenig leichter tun. Aber wir machen ja jede Übung nicht nur einmal, sondern wiederholen eigentlich alles in den darauffolgenden Tauchgängen. Die Gasspende im dritten und den Valve-Drill im vierten Tauchgang einzuführen, bedeutet, dass es anschließend noch jede Menge Gelegenheiten gibt, das Ganze weiterzuüben. Und das rechtfertigt eindeutig eine frühere Einführung. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Zeitplan flexibel ist und wir die einzelnen Übungen problemlos weiter nach hinten schieben können, wenn einzelne Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt noch nicht so weit sind. Schließlich ist der Fundi dein ganz individueller Kurs und wird bei Bedarf so angepasst, dass du für dich das Maximum herausholen kannst. Okay, genug gelabert. In 15 Minuten geht's los. Das heißt, der erste Schüler müsste jeden Moment hier sein. Der dritte Tag ist geschafft und er war wie erwartet für die Schüler und für den Instructor eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben sehr große Fortschritte erzielt. Lukas liegt nach wie vor bei allen Übungen super stabil im Wasser, muss aber noch an seiner Awareness arbeiten. Paul kämpft vor allem beim Valve-Drill noch mit Trim und Tarierung. Außerdem hat er Mühe, beim Aufstieg mit Gasspende Wing und Trocki gleichzeitig zu kontrollieren. Annika macht bei den Übungen fast keine Fehler mehr, ist aber so schnell, dass sie dadurch vor allem bei der Gasspende Unruhe ins gesamte Team bringt. Außerdem vernachlässigt sie dadurch gelegentlich ihre eigene Tarierung, anstatt sich Zeit für eine Korrektur zu nehmen. Unter ihrer Ungeduld leidet übrigens auch die Effizienz ihres Backkicks. Für mich wird es jetzt Zeit, nach Hause zu fahren, denn dort möchte ich noch was Besonderes für den letzten Tag vorbereiten. Nach dem Kurs bekommt jeder Schüler ein ausführliches Abschlussgespräch. Dort sage ich ihm, was gut war und worauf er sich bei seinen nächsten Trainingsschritten schwerpunktmäßig konzentrieren sollte, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich schreibe mir bereits am Ende des dritten Tages auf, was ich jedem einzelnen Schüler mit auf den Weg geben würde, wenn der Kurs jetzt zu Ende wäre. Das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund, denn morgen früh bekommt jeder von mir seine ganz persönliche Mission für Tag 4. Das sind die beiden wichtigsten Punkte, an denen jeder am letzten Tag arbeiten sollte. Wenn man den Schülern das morgens fokussiert mit auf den Weg für den Tag gibt, konzentrieren sich erfahrungsgemäß besonders gut auf diese Dinge und machen am letzten Tag häufig nochmal einen richtigen Sprung nach vorne. Oft führt das dazu, dass mein vorbereitetes Abschlussdebriefing für die Tonne ist, aber das bedeutet ja nur, dass die Schüler mein Feedback sehr gut umgesetzt haben. Geschafft! Für Lukas ist die erste Aufgabe darauf zu achten, dass sein Blick nach vorne zu den anderen Teammitgliedern und nicht nach unten geht. Das wird vor allem beim Bojesetzen eine Herausforderung für ihn.
Die zweite Aufgabe ist es, sich auf Höhe der anderen Teammitglieder und nicht 20 oder 30 cm oberhalb zu positionieren. Beide Aufgaben gehen Hand in Hand miteinander, denn wenn er nach unten schaut und sich auf Höhe des Teams positioniert, kann er die anderen nicht mehr sehen. Davon abgesehen liegt er so stabil im Wasser, dass das Einzige ist, was ihn noch von der Tech-Zertifizierung trennt. Bei Paul sind die beiden Aufgaben ein bisschen grundlegender. Erstens soll er bei allen Übungen so früh wie möglich auf kleine Abweichungen von Trim und Tarierung reagieren. Damit würde er sich das Leben unter Wasser wesentlich leichter machen. Die zweite Aufgabe ist es, besser zu antizipieren, wann er seinen Trocki entlüften muss und sich für das Entlüften auch die nötige Zeit zu nehmen und gleichzeitig darauf zu achten, dass seine Füße während des Entlüftens der tiefste Punkt sind. Und Annika bekommt als erstes die Aufgabe, sich bei allen Übungen doppelt so viel Zeit zu lassen wie bisher und nach jedem Schritt die Position der anderen Teammitglieder bewusst zu registrieren und ihre eigene Tarierung zu hinterfragen. Ich hoffe, dass sie dadurch erstens ein bisschen weiter eingebremst wird und zweitens dazu gezwungen wird, ihre eigene Tarierung und nicht die Übung selbst im Fokus zu behalten. Ihre zweite Aufgabe ist es, beim Backkick genauer auf die Trennung der einzelnen Phasen zu achten, denn auch dort ist sie immer noch zu schnell, was den Kick ineffizient macht. Weil bei GUI das Teamtauchen ein ganz wichtiger Aspekt ist, versuche ich den Schülern morgen auch noch eine gemeinsame Teamaufgabe mit auf den Weg zu geben. In diesem Fall ist das bei allen Übungen und vor allem bei Aufstiegen wesentlich dichter zusammenzubleiben als bisher. Dadurch können sie sich zum einen viel effizienter gegenseitig helfen und zum anderen fallen einem Abweichungen in der eigenen Tarierung wesentlich schneller auf, wenn einem die Referenz, also der Tauchpartner, näher ist. Es ist gleich 20.30 Uhr, der Tag war lang, hat aber sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir sind gut auf den letzten Tag vorbereitet. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ausreichend Schlaf, also ab ins Bett und wir sehen uns morgen früh wieder. Moin, der vierte und letzte Kurstag steht auf dem Programm und ich habe das Gefühl, es wird langsam Sommer. Die einzigen Übungen, die heute noch eingeführt werden, sind das Setzen einer Boje mit anschließendem Aufstieg und das Retten eines bewusstlosen Tauchers. Außerdem werden alle bisherigen Übungen natürlich mehrfach wiederholt. Weil wir den Dry Run zum Boje setzen gestern Abend schon gemacht haben und gleich nur noch kurz wiederholen müssen, möchte ich versuchen, heute 3 Tauchgänge zu schaffen. In dem zusätzlichen Tauchgang können wir uns dann ganz auf das Festigen der bisherigen Inhalte konzentrieren, ohne dass was Neues dazukommt. Ich versuche das in jedem Kurs, mal klappt es, mal nicht, das hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist mir auch, die Mission für Tag 4, die ich gestern Abend vorbereitet habe, so rüberzubringen, dass sie zwar hängen bleibt, aber keinen Druck aufbaut. Ich muss zugeben, ich bin am letzten Tag immer selbst ein bisschen aufgeregt. Heute entscheidet sich, ob es bei Lukas direkt zu einer Tech-Zertifizierung reicht. Außerdem ist die Frage, ob Paul noch den Sprung auf eine REC-Zertifizierung schafft oder ob er den Kurs erstmal mit einer provisorischen Zertifizierung abschließt. Auch wenn es beim Fundi ums Lernen und nicht um die Zertifizierung gehen sollte, möchte ich natürlich, dass alle Schüler so gut wie möglich abschneiden. Bei Annika ist der Fall im Prinzip jetzt schon klar, es wird eine wirklich gute REC-Zertifizierung mit der Aussicht, relativ schnell ihr Tech-Upgrade zu machen. Wie es gelaufen ist, weiß ich in 10 Stunden. Du musst zum Glück nur wenige Sekunden auf die Auflösung warten. Geschafft! Der Kurs liegt hinter uns und wir haben heute tatsächlich 3 Tauchgänge hinbekommen. Der zusätzliche Tauchgang hat allen 3 Schülern, glaube ich, noch mal eine Menge gebracht. Wir haben jetzt gerade noch ein paar leckere Bratwürste gegessen und unsere Abschlussgespräche geführt. Die 3 sind inzwischen auf dem Weg nach Hause und werden heute Nacht mit Sicherheit schlafen wie ein Baby. Insgesamt haben alle heute noch mal besonders auf ihre Mission für Tag 4 geachtet. Bei Lukas hat es dann auch tatsächlich auf Anhieb zur Tech-Zertifizierung gereicht. Das passiert relativ selten, umso mehr hat er sich über das tolle Ergebnis gefreut. Bei Annika ist es wie erwartet die wirklich gute REC-Zertifizierung geworden. Sie ist heute nochmal erheblich langsamer und ruhiger geworden und auch beim Backkick gab es am letzten Tag nochmal deutliche Fortschritte, was mich sehr gefreut hat. Wenn sie jetzt dranbleibt und weiter trainiert, kann sie in wenigen Wochen ihr Tech-Upgrade in Angriff nehmen. Paul hat den Kurs vorerst mit einer provisorischen Zertifizierung abgeschlossen. Seine Fortschritte waren enorm, wenn man bedenkt, dass Doppelgerät und Trocki fast neu für ihn waren. Er war auch überhaupt nicht enttäuscht von dem Ergebnis, sondern hochmotiviert, weiter an sich zu arbeiten. Und wenn er das macht, sehen auch wir uns in kurzer Zeit zum Upgrade. Fälle wie Paul machen mich ehrlich gesagt besonders stolz. Da besteht jemand den Kurs nicht auf Anhieb und ist trotzdem total happy und zufrieden nach diesen 4 Tagen. Und das ist genau die richtige Einstellung. Es geht in diesem Kurs primär darum, sich weiterzuentwickeln und dabei auch noch Spaß zu haben. Was am Ende rauskommt, sollte nebensächlich sein. Paul hatte die perfekte Einstellung zu dem Thema und ihm ist ein Riesenschritt gelungen. Für die Schüler ist der Kurs jetzt vorbei. Auf mich wartet zu Hause noch ein bisschen administrative Arbeit.
Nach einem Kurs gibt es zwei Dinge, die ich machen muss. Zum einen muss ich den Kurs formell abschließen, das heißt, ich muss die Schüler online bewerten. Außerdem schreibe ich jedem Schüler eine Zusammenfassung unseres Abschlussgesprächs. Ich will, dass sie auch in einigen Tagen oder Wochen noch in der Lage sind, nachzulesen, was ich ihnen gesagt habe. Nach 40 Stunden Kurs in 4 Tagen kann ich dir garantieren, dass sie die Hälfte von dem, was ich ihnen gesagt habe, nach ein paar Tagen wieder vergessen haben. Eine Dreiviertelseite als Zusammenfassung hilft meiner Meinung nach sehr dabei, für die nächsten Wochen und Monate einen Leitfaden für die eigene Entwicklung zu haben. Du weißt also, was ich jetzt zu tun habe, und wenn ich damit fertig bin, freue ich mich nur noch aufs Bett. Der Kurs hat mir wie bisher jeder Kurs sehr viel Spaß gemacht. Ich bin danach zwar meist fix und fertig, aber wie nach einem intensiven Training auf eine sehr angenehme Art. Ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck bekommen, wie so ein Kurs aus Sicht eines Instructors abläuft. Wenn dich interessiert, was tagsüber passiert und wie sich der Kurs aus Sicht eines Schülers anfühlt, kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Wie du das am besten machst, steht unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und über einen neuen Abonnenten freuen und sage jetzt nur noch bis zum nächsten Mal. Alle Lust auf den Schwimmtest haben, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Scheiße.